Spitzname in der Fraktion? Strazi. Was haben Sie gerade gesagt? Dann sagte er, Kriegstreiberin. Und da habe ich gesagt, Arschloch. Politik ist sehr grausam. Wacht man auf und der erste Gedanke ist, ah, oh, shit. Hallo, schönen guten Morgen, freut mich. Willkommen. Vielen Dank. So, und jetzt habe ich keinen Schlüssel, das ist natürlich, also wenn man zu mir will, drückt man diesen Knopf. Diese Frau hat was mit Militär zu tun. Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Sie ist die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag. Wegen des Krieges in der Ukraine ist sie gerade im Dauereinsatz. Bekannt geworden ist sie durch ihre klare Haltung gegen Putin. Sie forderte früh Waffenlieferungen an die Ukraine und legt sich dafür auch schon mal mit Bundeskanzler Olaf Scholz an. Kommen Sie rein. Ah, aber hier Snoopy mit Panzer. Ja. Selber ausgesucht oder geschenkt bekommen? Nein, die Geschichte erzähle ich Ihnen gerne. Wir schreiben ungern Weihnachtskarten. Mhm. Ich habe dann eine Karte entdeckt im Netz, dieses Motiv. Und das haben wir nur den Journalisten und Journalistinnen geschickt. Und die fanden das so lustig. Und mein Büro hat mir dann zum Geburtstag über Mühen das als Plakat in England besorgt. Ja, hier geht's weiter. Ja. Weil sie regelmäßig in Krisengebiete fährt, hat sie ihre eigene Schutzausrüstung. Dieser Helm ist mein persönlicher Helm, wenn ich in Krisengebiete fahre. Normal bekommt man dann einen. Aber ich habe mir den anpassen lassen, weil das, abgesehen davon, einen Helm zu tragen, wo andere reingeschwitzt haben. Aber wenn Sie jetzt hier mit den Panzern und so, ja. Also da steht ja schon wieder der Nächste. Ja. Kennen Sie sich? Also wissen Sie, wie die einzelnen Modelle heißen? Ja, ja, das weiß ich. Das ist aber jetzt, wenn Sie im Bereich Landwirtschaft wären, könnten meine Kollegen Ihnen jeden Trecker nennen, also wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Ja, aber also Sie scheinen ja auch noch so agil zu sein. Ich habe vorhin beim Eingang was gesehen, ein Roller. Ist das wirklich Ihr persönlicher Roller? Ja, es ist kein E-Roller. Nee. Es ist ein Roller, wo man seinen Oberschenkel bemühen muss. Und den habe ich mir gekauft, weil ich war die ersten 4 Jahre im Jakob-Kaiser-Haus. Der ganze Bundestag ist ja verteilt auf viele Häuser. Mhm. Und ich merkte relativ schnell, dass man erst hier einen super Boden hat, also so Marmorboden. Und zweitens, dass die Wege relativ weit sind. Ansonsten ist das ist ein ganz normaler City-Roller. Aber und Sie dürfen damit auch fahren? Oder nee, darf man nicht. Aber wir sind ja unter uns. Aber Sie fahren ja auch Motorrad. Ja, ich fahre Motorrad. Das fahre ich nicht hier im Bundestag. Ich bin aber schon mal mit dem Motorrad von Düsseldorf nach Berlin gefahren. Die Schnellfragerunde. So, Sie auf dem Motorrad. Christian Lindner im Porsche, wer ist schneller von 0 auf 100? Ich befürchte der Porsche. Bestes Kantinengericht im Bundestag? Jetzt schüttelt sich mein Mann. Cordon bleu mit Pommes frites und Salat. Frieren gegen Putin? Lieber im Pulli an? Ja. Tempolimit gegen Putin? Nein, das ist eine doofe Frage, weil das Tempolimit an der Stelle, nein. Bier oder Wein? Wein. Haben Sie einen Spitznamen in der Fraktion? Strazi. Strazi? Ja. Okay. Sie müssen los. Darf ich mir in der Zwischenzeit vielleicht den Roller ausleihen? Bitte. Sehr schön. Nehmen Sie ihm viel Freude und wenn gucken, Sie jemanden anspricht, das ist nicht meine Rolle. Alles klar. Bis nachher. Bis später. Macht schon Spaß mit dem Roller. Ich lasse Frau Strack-Zimmermann alleine, denn sie hat eine Verabredung mit dem Botschafter der Niederlande. Es geht natürlich um den Ukraine-Krieg. 2 Stunden später treffen wir uns wieder. Ich fahre mit zur FDP-Vorstandssitzung. Am Vorabend waren Landtagswahlen in NRW. Ihre Partei hat fast 7 Prozentpunkte verloren. Kein Grund zum Feiern. Nee. Ich bin dann gestern nach Hause gegangen und habe gedacht, ja, so ist es. Und wenn man dann am nächsten Morgen aufwacht, dann ist das nochmal, wacht man auf und der erste Gedanke ist, oh shit. Aber wenn man exponiert Politik macht, dann ist das nichts für Weicheier. Ist das eigentlich auch bizarr für Sie selber, dass Sie merken, ich bin jetzt mehr in der Öffentlichkeit, als ich es vorher war? Ja. Das aufgrund des Krieges? Ja, also das war neulich so, da rief, saß jemand im Café, ich bin dran vorbei. Ziemlicher Blödmann, der rief mir hinterher, Kriegstreiberin. Ich bin dann umgedreht, habe mich dann an seinen Tisch gestellt und habe gesagt, was haben Sie gerade gesagt? Dann sagte er, Kriegstreiberin. Und da habe ich gesagt, Arschloch. Und dann bin ich weitergegangen. Okay. Und dieses sehr trockene Wort, was ich meinen Enkeln immer erkläre, dass man es nicht sagt, hat ihn natürlich überrascht, weil ich jetzt vom Typ bin. Also vom Typ erwartet man das ja nicht. Und was sagen Sie denen, die sagen, ja, aber wir sind ja schon fast indirekt beteiligt. Also so sieht es ja tatsächlich Putin auch ein bisschen. Wie entgegnen Sie denen?
Naja, ich erkläre Ihnen schon sehr kurz und knapp, dass völkerrechtlich wir nicht beteiligt sind, aber dass wir parteiisch sind. Und ich persönlich bin der Meinung, wir müssen es auch sein. Und deswegen bin ich auch der Meinung, wir müssen ganz hart stehen jetzt. Kompromisslos hart, weil da geht es um was ganz, ganz Großes. Sind wir da? Wir sind da. In der Parteizentrale der FDP hat Frau Strack-Zimmermann jetzt keinen einfachen Termin. Erste Vorstandssitzung nach der Wahlniederlage in Nordrhein-Westfalen. Viel Glück. Geschafft. Am Nachmittag treffe ich sie im Bundestag im Paul-Löbe-Haus wieder. Im Ausschusssaal verbringt sie als Vorsitzende viel Zeit. Das heißt, wir besprechen ja auch sicherheitsrelevante Themen. Und dann wird auf geheim eingestellt. Dann müssen alle Abgeordneten ihre Handys, iPads, iPhones, Smartwatches, alles, was mit dem man abhören kann, muss da hinten liegt, ist ein Safe, da kommt das alles rein. Kontrolliert das jemand? Ja, das wird kontrolliert. Und gut, ich meine, wenn einer was versteckt, also ich meine, und dann ist hier eben, wird hier mit der Technik auch die Steckdosen alles auf, also alles, was abhörmäßig ist. Da gibt es einen Spezialist, der stellt hier alles auf tot. Das heißt, alles, was dann hier besprochen wird, ist geheim. Und geheim heißt, dass es strafrechtlich relevant ist, wenn man daraus berichtet. Ich sitze hier. Das sieht man daran, dass ich zwei Knöpfe habe, weil ich selbstredend rein theoretisch den Leuten auch den Saft abdrehen kann. Kommt das oft vor? Nein, ich habe es noch nie erlebt. Ich mache das verbal, ich brauche keinen Knopf zu drücken, nein. Und letzte Woche war doch der Kanzler letzte hier. Letzte Woche war der Bundeskanzler hier. Wenn wir Gäste haben, dann sitzen die grundsätzlich hier. Ich bin ja heute Gast. Bitte, Sie sind, können auch Frau Baerbock sein, wenn Ihnen wohl dabei ist. Ach. Also so ist es ja nicht. Okay. Frau Baerbock war auch schon unser Gast. Finden Sie, er hätte schon längst in die Ukraine reisen müssen? Also die Reise als solches würde ich nicht überbewerten. Ich persönlich hätte es gut gefunden, wir hätten mit der Waffenlieferung deutlich früher begonnen. Ich fand die Kommunikation schlecht nach außen. Sie müssen den Menschen in Deutschland Dinge erklären, dass sie keine Angst haben, aber eben Dinge erklären. Ich finde diese Schmallippigkeit schwierig. Er hat aber in der Sitzung, das war auch hier ein Thema übrigens, gesagt, er sei eng in Telefonkontakt mit Zelensky. Denn wenn Sie dahin fahren, müssen Sie auch was mitbringen. Mhm. Also das ist jetzt nicht eine Fahrt und wer macht das beste Selfie. Dass der Kanzler zu Besuch war, ist schon eine ziemliche Ausnahme. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht nimmt aber regelmäßig an den Sitzungen teil. Jetzt im Vergleich zur Verteidigungsministerin, wie sieht da die Aufgabenteilung aus? Also Sie als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses und dazu dann die Verteidigungsministerin. Wer macht was? Die sitzt übrigens auch auf diesem Stuhl, also das ist der heiße Stuhl, der ganz heiße Stuhl. Die Verteidigungsministerin kommt relativ häufig, nicht immer, aber häufig. Das liegt in der Natur der Sache. Die Exekutive, also die Regierung, führt aus. Und das Parlament ist die Legislative, macht die Gesetze und kontrolliert auch die ausführende Gewalt. Und hier sitzt das Parlament. Das heißt, wir kontrollieren die Arbeit der Ministerin und des ganzen Hauses. Und wir geben auch Aufträge mit Mehrheitsverhalten. Jetzt kann ich mir besser vorstellen, was eine Ausschussvorsitzende so macht. Zeit, um einmal durchzuatmen. Ja, abschließende Frage. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich sage, Sie sind 64. Da ja, gehen ja, andere. Es hilft nichts. Es hilft nichts, genau. Das vereint den Kanzler und mich. Wir sind derselbe Jahrgang. Und uns unterscheidet, dass ich Haare auf dem Kopf habe. Was glauben Sie, wie lange machen Sie das, den Zirkus noch? Auch ganz lange. Ja? Also an alle, die das nicht mehr wollen, sage ich, zieht euch warm an, das dauert noch Jahre. Frau Strack-Zimmermann, ich bedanke mich, dass ich Sie heute begleiten durfte und das war ein sehr schöner Tag. Ich danke Ihnen. Dankeschön.